Mein Name ist Girbulet Gabriel. Ich bin Konstruktionsmechaniker. Ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, jetzt vor einem Monat. Hallo, mein Name ist Schweib Karak. Ich bin zuständig für die Azubis in Richtung Mechanik. Mein Name ist Sven Strangfeld und ich arbeite hier als Produktionsleiter. Das Unternehmen SSP ist dafür verantwortlich, dass der Mensch gefahrenfrei mit der Maschine zusammenarbeiten kann. Im Bereich Sensorik, wie aber auch die klassische trennende Schutzeinrichtung. Ich habe viel im Bereich Zaun geschafft, im ersten Lehrjahr. Der Konstruktionsmechaniker, der arbeitet bei der Firma SSP im Bereich OPZ. OPZ ist die Abteilung, wo die trennenden Schutzumhausungen zusammengebaut werden. Dein Aufgabenfeld ist ganz von Anfang vom Erstellen der Schutzumhausung bis hin zur Endmontage beim Kunden vor Ort. Dabei hast du Berührungspunkte mit den unterschiedlichsten Maschinen, Dreh-, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Kantbanken, genauso wie Schlagschere. In Ausbildung bist du mehr am Präzision sozusagen. Dazu gehört das Biegen, das Trennen, das Schweißen, Umformen. Nieten, Punktschweißen. Taumelnieten, das habe ich auch sehr, sehr interessant gefunden. Ein Azubi wird natürlich mich in der Abteilung CNC-Fräsen unterstützen. Also es ist ein sehr umfangreiches, komplexes Ausbildungsgebiet, was dazu gehört. Für die Firma SSP ist es auch wichtig, dass der Azubi lernt, Verantwortung für seine Arbeit zu übernehmen. Immer mehr und mehr Verantwortung übergeben, sodass sie sich dann natürlich auch weiterentwickeln. Wir machen es im Laufe seiner Ausbildung natürlich Schritt für Schritt. Wir starten meistens damit, dass wir ihm kleinere Projekte überreichen, wo er sich einfach mal üben kann. Projekte, die jetzt nicht unbedingt auch was mit dem Kunden zu tun haben, sondern auch SSP-interne Projekte, wo er einfach Erfahrungen sammeln kann. Was auch ein wichtiger Punkt ist, dass er auch mit raus direkt zum Kunde vor Ort geht, wo er dann auch Stück für Stück Verantwortung übertragen bekommt, bis hin, wo er dann auch mal seine kleineren eigenen Montagen abhandeln darf. Von 7 Uhr bis 16 Uhr bist du immer am Lachen, immer am Spaß. Ein Tag bei SSP, also zum Schaffen, ist nie langweilig. Ja, zum einen werden wir dich während deiner Ausbildungszeit auch mal deutschlandweit einsetzen. Du musst die Werkzeuge vorbereiten, morgen früh, musst dorthin fahren, gucken, was hast du machen. Das war so eine, weißt, so schnell gelaufen, weißt du, wie? Es war schon 16 Uhr, wir sind schon zurück. Wir waren 300 Kilometer weit und geschafft und dann wieder zurück. Weißt, das war recht cool. Ein Konstruktionsmechaniker Azubi sollte technisches Verständnis zeigen sowie handwerklich begabt sein. Am wichtigsten die Lust zu arbeiten. Das muss jeder Azubi haben. Und zu lernen. Das ist auch wichtig. Ja, uns ist es wichtig, dass du dich zum einen ins Team wirklich gut integrierst und auch dazugehörst. Du solltest motiviert sein, auch technikbegeistert und auch interessiert sein an deiner Arbeit, an deinem Aufgabenumfeld. Und was auch wichtig ist, dass du die Bereitschaft zum Reisen hast. Für mich als Azubi, ein Ausbilder muss zuerst die Freundlichkeit haben. Dass sie sehr gut vorbereitet sind auf ihr weiteres Berufsleben. Dass wir ihm wirklich was vermitteln können. Dass wir dem Azubi eine nachhaltige, zukunftsorientierte Ausbildung bieten können. Wir als Unternehmen sind stark am Wachsen. Und es bietet sich immer mehr und mehr interessante Aufgaben. So belegen wir die meisten Arbeitsplätze natürlich erstmal intern. Und da haben die Azubis natürlich sehr gute Chancen, sich da weiterzuentwickeln. Durch das Ziel von SSP mittelfristig das Geschäft zu verdoppeln, bieten sich viele Möglichkeiten. Die Produktion wird sich weiterentwickeln, sie wird sich neu orientieren, gestalten, wird sich vergrößern. Und da hast du die Möglichkeiten, direkt mitzuwirken, sich persönlich weiterzuentwickeln und dadurch ergeben sich natürlich auch Aufstiegsmöglichkeiten. Ich habe mich überlegt an Zukunft. Was bedeutet eine Ausbildung für einen jungen Mensch? Dass ich einen super Job habe nachher und die Chance hier bei SSP ist ziemlich groß, dass du weiterentwickeln kannst. Wir möchten dich für SSP, für unser Unternehmen motivieren und auch begeistern, dass du zu uns ins Team kommst. Und wir möchten dir über die Ausbildung hinaus einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz anbieten. Wenn ihr eine solide Ausbildung in einem technisch orientierten Unternehmen absolvieren möchtet, dann bewerbt euch bitte bei uns. Egal woher du kommst oder welcher Typ bist, kommst du zu uns und kriegst du eine gute Ausbildung. Bewirb dich jetzt bei SSP.